Wo wohnst du denn? Das fragen wir uns heute an der Sandkuhle 18. Ich habe extra meinen funkelsten Weihnachtspulli angezogen, aber das ist nichts zu dem, was ihr gleich zu sehen bekommt. Schaut mal. Ja, Anne, wir sind an der Sandkuhle 18 bei dir, bei Anne Kastermann. Und wir stehen hier vor diesem wunderschönen Weihnachtshaus. Erzähl doch mal, wie kamst du dazu, das so wunderschön immer jedes Jahr zu schmücken und wie lange machst du das eigentlich schon? Also, dazu gekommen bin ich so vor 25 Jahren oder so, bestimmt 25 Jahre, da bin ich immer nach Florida geflogen. Und in Florida gibt es ja so tolle Sachen, ne? Und dann, von da an ging das nur noch für mich bling, bling, bling. Und dann habe ich immer alles im Flugzeug mitgeschleppt, was ich mitschleppen könnte. Also das, wie gesagt, und seitdem ist immer mehr dazugekommen die ganzen Jahre. Immer wenn ich was Neues gesehen habe, egal wo ich war, immer habe ich dazu gekauft. Ich bin überall immer und wenn ich was sehe, kaufe ich noch mehr dazu. Also wenn ich meine zwei Lichterketten im Garten dekoriere, da ist mir das schon eigentlich zu viel Arbeit. Und wenn ich das hier bei dir sehe, wie lange brauchst du eigentlich dafür, um das alles so vorzubereiten und zu dekorieren? Ja, alles in allen, einen Tag, um alles zusammenzuholen. Also einmal vom Dachboden, das ist das, was raus, was hier im Hause ist. Und das andere, was hier draußen ist, haben wir hinten im Gartenhaus auf dem Dachboden. Das dauert einen Tag. Dann dauert einen Tag, das hier vorne vor der Tür zu machen. Und dann brauche ich nur anderthalb Tage für drin. Da mache ich den Feinschliff. Und vor allen Dingen, das ist ja, es muss ja auch alles funktionieren. Und wie gesagt, habe ich eben auch schon mal gesagt, da machst du das blöde Ding an und ein Teil funktioniert nicht. Und dann musst du alle Steckdosen wieder durch. Aber bisher habe ich es immer noch geschafft. Ja, also hast du drinnen auch alles so schön dekoriert, wie du das gerade sagtest. Unsere Serie heißt ja, wo wohnst du denn? Dürfen wir auch mal drinnen schauen? Ja, natürlich dürft ihr mit reinschauen. Ihr dürft auch einen Glühwein mittrinken. Oh, prima. Ich lade euch ein. Ja, dann mal Prost, für die Einladung. Prost. Also, ich wünsche alle eine schöne Weihnacht. Habt eine schöne Zeit. Natürlich bleibt alle gesund, das wollen wir gerne. Und ich grüße alle lieben Menschen, egal ob in Ochtrup oder wo auch immer. Ich wünsche euch alles, alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit. Liebe Grüße, Anne.